Aloha und Ahoi, ich bin Jakob und bevor es hier schnell zu regnen anfängt, gehen wir mal da rein, das ist die Friedenskapelle. Da sind heute Muttis Kinder zu sehen mit einem A Cappella-Konzert. Sonst nicht so meine Sache, aber ich denke, es wird trotzdem ein spaßiger Abend. Bonbon. So, nach dem Konzert, ich stehe hier mit Muttis Kindern noch in der Friedenskapelle. Man gönnt sich Drinks, man gönnt sich Eukalyptusbonbons. Bist du erkältet? Nee, aber die schmecken mir. Okay, ja gut, man hätte jetzt auch nicht gehört, dass du erkältet wärst, aber genau. Sagt mal, ihr kommt eigentlich aus der Schauspielszene. Wie seid ihr dazu gekommen, dann zu singen? Oder wusstet ihr schon vorher, dass ihr gute Singstimmen habt? Oh, das ist ein Riesending hier. Wir haben uns auf der Schauspielschule kennengelernt und uns gab es da zu wenig Musik einfach. Und wir haben alle drei gerne gesungen, schon davor. Unterschiedliche, also in einer Rockband, in einer A Cappella-Band oder einfach so. In der Badewanne. Und da haben wir uns so innerhalb des ersten Jahres sind wir darauf gekommen, dass wir zu dritt irgendwie, dass wir alle drei gerne Musik machen wollen, aber alle drei keine Instrumente wirklich gut beherrschen. Deswegen haben wir das mit unseren Stimmen probiert. Das Bäum, Bäum. Das machen wir. Das Bäum, Bäum und das Bum, Bum. The world doesn't fly out and no one can save me but you. Dum, dum. Blau, dum, blau. Dum, 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 dum. Strange but desire can make foolish people do. I never thought I would meet somebody like you. I never thought I would know somebody like you. No, I don't wanna fall in love. Gonna break your heart. No, I don't wanna fall in love. This love is only gonna break your heart. Wir haben uns in Rostock kennengelernt, auf der Schauspielschule in Rostock. Und von da aus zusammen alle Wege weitergeführt, oder wie war das dann? Na, erstmal von Rostock aus sind wir ein bisschen auseinander geweht worden, nach Berlin, nach Dresden. Ich bin noch ein bisschen in Rostock geblieben, ein bisschen länger, und haben dann unsere beruflichen Wege solo verfolgt. Also Schauspiel? Genau, bis wir dann 2010 gesagt haben, jetzt oder nie. Und dann haben wir alle unsere Dienste quittiert an den Theatern und haben den Weg dann wieder zusammen aufgenommen. This love is only gonna break your heart. No, seid ihr das ganze Jahr über auf Tour? Wie viele Auftritte habt ihr so? Wir sind eigentlich fast das ganze Jahr auf Tour. Wir machen aber auch mal 3-4 Monate Pause, gerade im Sommer oder wenn familiäre Planungen, sag ich mal, dazwischen kommen. Und wir
wir geben eigentlich so in der Regel 4 bis 5 Konzerte pro Monat. Wie sieht das jetzt gerade aus? Arbeitet ihr ständig an was Neuem? Wie oft überarbeitet ihr euer Programm? Na, wir proben eigentlich gar nicht so oft und haben uns vorgenommen, das jetzt mal zu machen und haben uns einen Zeitraum gesetzt, in dem wir gerne viele neue Lieder probieren wollen und fertigstellen wollen. Und wir haben einen Termin für ein neues Programm. Unser neuestes wird im Februar 2017 voraussichtlich Premiere feiern und daran arbeiten wir. Gibt es schon einen Namen? Nein. Dann kommt bald mit dem neuen Programm wieder nach Münster, dann kommen wir nämlich auch gerne wieder. Muttis Kinder, Dankeschön. Danke. Nobody loves no one.